Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit Pulitzer. Hallo. Und ich mit 7-3 Russen und er mit 7-7 Deutsche. Hab ich ihm mal gewehrt. Und wo fahren wir denn hin? Richtung Punkt. Ungefähr auf die Hälfte des Weges zu A und dann in die Stadt. Okay. Und dann hoffen, dass wir... Okay, welches Battle Rating sind wir eigentlich? Wie teuer war der Leo, weißt du's? Keine Ahnung. Okay. Ja gut, ist dem Leo eh egal. Und mir sowieso. Ich hab nämlich eine schicke Rakete dabei. Taucht die gegen alles oder was? So ziemlich, die hat 600 irgendwas Pen. Boah. Der Leo ist einfach so langsam, ey. Der erste Leo, was heißt langsam? Er kommt halt nicht rechts, nicht so schnell in die Puschen, habe ich das Gefühl. Ich mache noch ein paar Stunts zwischendurch. Mach das. Komisches Wetter, komische Tageszeit. Warum? So diesig, dunkel, hell. Bei uns knallt schon wieder die Sonne, schon wieder viel zu warm. Manchmal hier im Spiel. Achso, hier im Spiel. Hier ist auch viel zu warm, ist Italien. Ja, fahr du mal vor, ja? Du hast das höhere Battle Rating. Ich kann mal Hull breaken, dich nicht. Ich fahr hier mal rechts. Oh, da höre ich doch schon Taka Taka. Siehst du? Oh, oh, vor uns. Wo? Ist der tot? Nee. Wow, Motorkraft hilft. Oh, Scheiße. Zwei. Ich mach mal einen Abgang. Ich hab natürlich auf den Falschen geschossen, ey. Ich habe lieber gewartet, bis sich der T-34 gezeigt hat. Muss der Quillian wieder herhalten, um die ganze Scheiße hier zu retten. Ja, meine Raketen hatten nicht den gewünschten Effekt. Warum hat mein OBS gerade wieder Bing gemacht? Hat mir wieder jemand, der auf Twitch abonniert, wo man nicht spielt. Ach verdammt, alle Raketen rausgehauen, ohne irgendwas groß zu reißen. Au! Alter! Von woher kam das denn? Da hab ich ja mega gar nicht gesehen. Selbstpropelled Recoilless Gun, okay. Ist auch tot? Ja, aber ich komme jetzt mit Flugzeug. Boah, mich hat's einfach voll zerbröselt. Ich hab den nicht gesehen. Der Airspawn auf der Map ist richtig hübsch, finde ich. Wieso? Kannst du nochmal rein? Nee. Dann guck mal zu mir. Ich finde die Gegend sieht echt hübsch aus. Ja. Ich hab zwar keine Ahnung, wo das sein soll, Irgendwo in Italien. Ja, aber ist das ein See? Ist das ein Meer? Sieht aus wie ein See. Ich weiß es nicht. Was hast du da geschossen? Ups! Da habe ich wohl ein Teammate erwischt. Ich bin schon gewundert, das waren doch nur Freunde. Hä? Wie habe ich denn die IS-6 erwischt? Du hast jetzt echt unseren Cap-Halter gekillt, oder was? Ja, aber ich wie? Tja, da muss ich mich jetzt rehabilitieren und die alle wegmachen.
Normalerweise sind IS-6 mit Bomben kaum tot zu kriegen. Oh! War aber auch nix. Die Kiste hebt noch, die Kiste hebt noch, da ist ein Russenstern drauf. Sag ich doch. Das war's jetzt, glaube ich. Wäre das Haus da nicht gestanden, vielleicht? Ja, ja. Komm schon, lass mich rein. Ja. Guck, jetzt darf ich nämlich. Was ist denn das für ein Ding, ey? Ich bin gerade bei P000i, der Schnitzner. HE111 und er hat irgendeine riesige Waffe am Bauch hängen. Also wirklich eine riesige Bombe. Oder Rakete, keine Ahnung. Weiß was. Mit vier Flügeln? Ja, sieht aus wie ein Mast. Das ist die Fritz X, das ist die gelenkte Bombe. Okay, ich bin mal gespannt. Das gucken wir jetzt mal mit an. Hoffentlich kommt er noch zum Abwurf. Aber was heißt gelenkt? Wie macht man das? Wenn du sie abwirfst, bleibt die Kamera auf dem Ziel. Okay. Oh Junge, mach was mit der Bombe, ich will das sehen. Die Kamera bleibt auf dem Ziel und du tust dann mit dem Pfeiltasten, wenn du es so eingestellt hast, steuern, wo sie landet. So ein Lappen, ey, hat sie abschießen lassen. Ziel unbeschädigt. Du mich auch. Au. Vier Panzer. Nee. Ach komm, give it a try. Ich hab fast nur Flieger in dem Deck dabei. Aber nicht so sinnvoll. Was ist denn das für ein Ding? Das sieht ja so hässlich aus. Die Front. Das sieht irgendwie einfach so gestaucht aus. Hat auch was von einem U-Boot, wenn man sich den Ansaugstutzen oben anguckt. Oder oh, sieht jetzt auch so ein bisschen aus wie so ein debil lachender Mensch. Stimmt. Was sind das da für Kanonenläufe? Das sind 2,37er. Okay. Mit knapp 60 Pen. Also die sind nicht schlecht. Aber dieses ist wie eine Schrotflinte. Und die Raketen taugen die was? 60 Pen. Du musst ja direkt treffen. Gegen Flugzeuge sind die Kanonen echt geil. Krass, aber die haben ja eine kranke Feuerrate. Ja, die sind auch ziemlich fix leer. Wenn du was siehst, ne? Da, direkt vor dir. Dass da was gerade gefeuert hat, meinst du? Ja. Jetzt ist im Haus. Ah, da ist noch was. Na, nur Hits. Das Problem bei der Mühle ist, die verbraucht Energie viel zu schnell. Dieses typische Manöver hier, was ich mache mit der Rolle und dann runter, du stallst fast. Oh, ich hab schon wieder dieses MG. Ich finde die Map aber echt hübsch. Also die ist mal anders als die normalen. Ja, das stimmt. Du hast halt alles. Offene Fläche, Stadt. Ja gut, das meiste spielt sich schon in der Stadt ab. Ja, nee. Nee. Treffer! Galt als Treffer. Boah, ich darf echt nochmal. Okay. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich so lange in einer Folge in einem Match war. Da siehst du mal. Ja. Das sind aber nur 10 Minuten, so lange ist das jetzt auch nicht. Ja, es kommt aber immer ewig vor.
Ist jetzt sowieso gleich hart geschreddert. Nö. Nee, ich meine aber die Panzer, die müssten ja immer noch hier rumstehen. Vermute ich mal. Getroffen? Nee. Und nachladen. Tja, ich glaube, reißen kann ich das allein nicht mehr. Na, da ist noch eine IS-6. Was haben wir denn noch am Angebot? Ja. Du und die andere IS-6. Hm. Auf jeder Seite der Stadt eine. Läuft. Ach ja. Hier bist du vorhin drauf gegangen. Aber die sind da, vor dir. Hit. Anwinkeln, anwinkeln. Ha. Frontal tun wir uns leider überhaupt nichts. Hi. Hör auf meine Kuppel zu zielen. Ach, Dreck. Nee, das war's. Hat ein Glückstreffer gehabt. Nein, Mann, das ist nicht cool. Ach nee, da war. Das war eigentlich schon wieder derselbe Typ. Hängt der hier immer noch rum? Jetzt nochmal an. Nochmal. Du hast doch gar nichts gerissen. Nein! Doch, ich hab eine eigene gekillt. Jai. Spawn-Camping. Lass mich in Ruhe. Wo ist der Flieger? Wow! Wow. Ach nein, man kann das Haus zerstören. Achtung, er kommt. Tja. Ich würde sagen, hart gekämpft und doch verloren, ha? Au. Jetzt hat der Typ mich echt durch das Haus noch erwischt. Nein, der ist nicht umgefahren. Echt? Ja. What says the clock? 13 Minuten. Ach komm, da hängen wir direkt noch eine dran. Ja. Oh, die Glaskette vom Leo ist fertig. Alter, 14.000 Forschungspunkte für die Module. Hau rein! Hab ich doch. Mach mal 30 Sekunden, dann cut mal wieder. Oh Mann, jetzt fliegt da so eine Mücke rum. Vier, drei, zwei, eins, bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf halb Lieblingsmap nennen wir es mal. Hier hat man zum Glück keine langen Strecken-Sniper. Ah, gibt's auch. Ja gut, wenn man oben bei C rumfährt. Ey, ey, ey. Hast du mittlerweile nicht die Heat? Nein.
Ich habe gerade, wie gesagt, gerade erst die Gleiskette freigeschaltet. Warum hast du nicht auf Reparaturkit gestellt? Habe ich vergessen. Wenn du dumm bist. Ja. Aber es fährt sich schon viel besser. Boah, jetzt bleibe ich hier hängen, ey. LOL, bin ich ja schon da. Da ist die Sau. Die Sau. Na, jetzt hab ich auch so eine Mücke hier. Ich schätze mal, dass sie jetzt ein Stück nach links gefahren ist. Nee, ist er nicht. Wo ist der? Kann das sein, dass der relativ nah war? Ja, ja. Der war 100 Meter. Ich hab ihn aber aus dem Auge verloren. Hast du gerade geschossen, die Rakete? Ja. Ich hab hier was auf dem Kieker. Wow, ich muss hier weg. Warum? Man spuckt meine Kamera gerade so rum. Ah, ich seh ihn. Mist, wäre ich lieber andersrum gefahren. Ha! War das der hier? Nein. Okay, ist hier noch einer? STB ist ein kleiner, oder? STB ist der japanische Leo. Ich glaube, das war was Größeres. Sah eher so, keine Ahnung, Panther-mäßig aus. Ja gut, das ist schwierig, wenn wir die Deutschen haben. Ich weiß, aber ich... Gut, andererseits, wir haben ja gestern gemerkt, das geht auch alle gegen alle, so WoT-Style. Ah gut, das war hier nicht der Fall. Oh, da vorne rechts habe ich, glaube ich, was schießen gehört. Hinter mir. Oh Mann, was ist denn mit der Kamera los? Von wo? Ballert. Also als wir hier um die Ecke gefahren sind. Ich weiß aber nicht, wo der lang ist. Oh, ist das der? Nee. Rechts von mir ist was. Ich werde hier paranoid. Die sind, ziemlich viele sind in der Mitte. Boah, Mücke, mach einen Abgang. Aha. Oh Gott! Light Tank Farm macht echt Spaß, aber mir ist halt echt für alles angreifbar. Bist du denn? Ich guck mal. Autsch! Hast was gefunden? Autsch! Boah, von vorne und von hinten. Das ist aber fies. So wie du es magst. Ich hielt dich weg, Alter. Carnarvon, was schieße ich da drauf? Hash oder Heat? Hash eher. Die Briten halten, was Heat angeht, ganz gut was aus.
Wenn du die Seite erwischst, ist er tot. Die haben da keine Panzerung. Boah, immer hab ich gedacht, die Büsche sind ein Gegner. Ich werd hier echt gerade ein bisschen nervös. Komm her schon, ich komm her schon. Ja, Papi, bitte. Oh, oh, da haben wir doch was. Ja, was hast du da? M41? Nee. Au! Da kam die japanische Rache. So, Kommandant ist matt. Direkt in B ist der Hansel. Das kann sein, ich habe gerade andere Probleme. Okay. Du, easy going, Alter. Aha, der Ruhe. Dein besserer Leo, ne? Ja, ich würde deutlich anonymer zu spielen. Ja gut, der Leo wird besser. Der muss halt erstmal ausgebaut werden. Fuck! Was denn? Hatte ich der... Ja, STB erwischt. Steht der immer noch direkt in B drin? Ja. Mit was bombe ich dir die Scheiße aus dem Hirn? Nehmen wir die. Ich finde es schade, dass man hier oben keine Bomben hängen kann. Ja. Hab ihn. Ach übrigens, bei der Flugfolge habe ich 12.000 Forschungspunkte für die 2x5 gemacht. Weiß nicht wie das geht, aber hat sich auf jeden Fall exaltiert. Leute! Gott! Ich werde gerade von allen Seiten beballert. Oh, 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 oh. Scheiße. Au. Da wollte ich zu viel. Ja, ich hab's gesehen. Ging's zu steil. Und noch eine Kurve dabei. Bist du raus? Nee, überhaupt nicht. Was spawnst du dann? Zu 6. Ich will endlich in dem Lineup weiterkommen. Okay, 2 feindliche Flugzeuge. Oh, das ist furchtbar. Sobald die über Gras fliegen, siehst du sie halt überhaupt nicht mehr. Wen meinst du jetzt? Die gegnerischen Flieger. Ich habe echt Probleme, es sind sogar 3. Ich habe echt Probleme, die zu sehen, sobald sie über Land sind. Dann lass dich an den Pazifik versetzen. Hi! Wie? Das war nix. Kommt's noch. Achtung. Achso, der interessiert sich nicht für dich. Nee. Ich sehe keine Panzer. Nee. Hinter dir. Ich weiß. Wo ist der? Der steht an der Halle bei C. Ich meine, er ist Flugzeug. Hinter dir. Nee, keiner ist hinter dir, so richtig zumindest nicht.
Ah, oh, die Maschine wäre richtig lustig, jetzt, wenn die ein bisschen mehr Motorleistung hätte. Das ist ähnlich wie diese französische Attacker. Also auf der anderen Seite von der Halle steht er hier direkt unter dir jetzt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, okay, in der 262. Nee, stimmt gar nicht. Nee, R2Y2. Und ich darf natürlich nochmal rein. Yeah. Mit was? Ich glaube, das wird diesmal schnell. Wieso? Weil das Ding 6-3 ist. Ach ja, bevor ich es vergesse, an alle meine Abonnenten. Wenn ich Ausschreibungen mache, dann braucht ihr mir nicht unter jede Folge schreiben, wann aufgelöst wird. Es kommt, wenn es kommt. It's done when it's done. Das hast du sicher auch, wenn du sowas machst, wenn es mal vorkommt. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, aber die sind immer alle so ungeduldig. Da links weggefahren. Müsste jetzt hinter dem Silo stehen. Ich warte nur auf seine Cupola, um rauszugucken. Ich hab dich gesehen. Da ist er, da kommt er ganz langsam. Verdammt! Vorbei. Au! Und für all jene, die es genau wissen wollen, am Wochenende wird aufgelöst. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Ich darf echt nochmal rein. Okay. Nur mit der Flak, keine Sorge. Wir haben eine Niederlage. Oder auch nicht. Naja, guck mal im Endscreen, wie viel es gab. Ja. Ja, ist okay. Beste Staffel, ist die Hauptsache. Immer noch ein Battle Trophy. Yeah, Gutscheine, toll. Für? Oh. Du und Ru. Ist doch okay. Naja, wir bedanken uns fürs Zuschauen, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.